Ja, jedes Pärchen hat doch immer so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den man sich einigt. Das sind bei uns Sandra und Thomas. Das sind unsere, na, genau genommen sind es nur unsere Nachbarn, aber die sind nett. Die sind wirklich, die tun nicht weh. Die streiten sich nie. Ich weiß nicht, wie die das machen. Nicht? Das ist, ja, sie ist super, er ist auch immer gepflegt, Sonnenbrille im Haar, immer so eine teure Jeans, die hat lauter Löcher, aber die ist von Tommy Hilfiger, jedes Loch hat Hilfiger persönlich reingebissen. Eine Füße, immer Turnschuhe, aber von Rolls-Royce, weißt du, und am Arm eine so dicke Uhr, dass du denkst, um 12 Uhr Mittag springt Kuckuck raus. Ne? Und die Sandra, die ist auch voll nett, die ist wirklich auch immer gepflegt, die ist, sieht gut aus, die kann gut kochen, die sieht wahrscheinlich schon morgens gut aus, wenn sie aus dem Bett kommt, die ist wahrscheinlich auch gut im Bett. Ich krieg nichts davon hin. Nee, nix, ey. Ja, gut aussehen, wenn man aus dem Bett kommt. Welchen gerechten Gott gibt's, der sowas zulässt? Und gut kochen, ey. Entschuldigung, ich komme aus Duisburg. Bei uns gilt Bier kalt stellen, ist auch irgendwie kochen. Wir sind ja auch, wir trinken ja auch gern. Ich trinke auch gern. Jetzt nicht regelmäßig, aber schon jeden Abend. Ne? Das ist gut im Bett sein, ey. Oh, so anstrengend. Was gerade so unter der Woche, wenn du jetzt schon so lange zusammen bist, ihr kennt das doch auch, ne? Hast du da den ganzen Tag im Büro rumgehampelt und sonst sollst du da abends auch noch. Dieses und jenes, dann kriege ich Hüfte und dann geht das gar nicht mehr und dann muss ich mal gucken, was geht überhaupt noch. Kamasutra besteht aus unserer einer Position, die noch funktioniert. Ne? Ja, wirklich, ey. Ich habe da auch wirklich, ich bin mittlerweile zu faul dafür. Ganz ehrlich, ey, unter der Woche abends im Bett, ich lese lieber. Ich würde manchmal am liebsten sagen, mein Gott, Frank, dann fang halt schon mal alleine an, du weißt, wo alles ist. Da deckst du mich zu, wenn du fertig bist, ne? Echt, der Frank hat letztens zu mir gesagt, Andrea sagte, du bist so schlecht im Bett, das muss man erlebt haben. Ne? Das ist mittlerweile bei uns so, wenn ich mal will, kriegt er Kopfschmerzen. Ne? Nein, letztens hat er zu mir gesagt, Andrea, du musst doch mal was tun irgendwie, sagt er, hier mal frischen Wind ins Schlafzimmer bringen, sagt er, ne, geh doch mal und kauf dir mal sowas sexy, sowas Schwarzes aus Lack und Leder. Und da habe ich auch keinen Moment gezögert für die Beziehung, bin direkt zu Karneval Deiters. Und hab mir so einen Darth Vader Anzug. Ey, das müsst ihr mal machen, ne? Das gibt so einen Spaß, und mach mal so, ne? Das gibt so einen Spaß, ne? Weißt, er liegt so, er liegt da, freut sich, ne? Nur so nebenan, knister, knister, Lack und Leder, ne? Und dann kommst du so als Darth Vader ins Schlafzimmer.